Und damit sind wir auch schon bei unserem letzten Programmpunkt für heute, unsere letzte Speakerin am heutigen Abend. Nochmal ein großes Dankeschön auch ins Publikum, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ist ja nicht so, dass in Darmstadt es sonst nichts zu tun gibt oder ein rivalisierender Verein in der Relegation spielt. Ja, also. Genau, kommen wir zu Julia. Julia Manske ist Programmmanagerin im Programm Europäische Digitale Agenda. Dort beschäftigt sie sich mit der verantwortungsvollen Öffnung, Nutzung und Steuerung von Regierungsdaten. Also ein sehr, sehr heikles Thema. Heute erzählt uns Julia etwas über die gesellschaftlichen Herausforderungen von Smart Cities. Julia, auf die Bühne mit dir. Ja, erstmal auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch an Sie alle, euch alle, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich weiß, es ist schon sehr spät. Ich bin sehr froh, dass ich noch mal in Darmstadt bin. Ich war tatsächlich bis jetzt erst ein einziges Mal hier und das vor 3 Jahren. Da war ich bei der Schader-Stiftung zu einer Sommerakademie und da ging es um die Transformation des öffentlichen Raumes. Deswegen finde ich es natürlich sehr spannend, dass ich jetzt wieder zu einem Stadtthema hier sein darf. Ich arbeite bei der Stiftung Neue Verantwortung. Wir beschäftigen uns dort mit den gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Digitalisierung und des technologischen Wandels. Und ich konzentriere mich ganz explizit auf Fragen zu Datenpolitik. Das heißt, wie werden eigentlich Daten generiert? Wer nutzt Daten? Wer darf Daten teilen? Wer profitiert von diesen Daten? Wie können diese Daten aber auch beispielsweise positiv genutzt werden? Und ich möchte nur vorweg sagen, weil das wird mir dann nach so einem Talk wie heute vielleicht gern unterstellt, ich bin kein Kulturpessimist, ich glaube auch an die großen Potenziale der Digitalisierung, ich bin ein großer Open-Data-Verfechter und freue mich sehr, dass wir gerade so viele tolle Beispiele gehört haben, wie die Digitalisierung auch zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel beitragen kann. Das heißt, ich bin nicht gegen Technologie, ich bin aber auf jeden Fall für offene und freie und faire Gesellschaften. Und ich bin auch für Chancengleichheit und das sind mir sehr wichtige Anliegen. Und das hat mich dann irgendwann zu diesem Smart-City-Thema gebracht, weil ich echt mit dieser Brille drauf geguckt habe, okay, was machen eigentlich Technologisierung und die Nutzung von Daten mit unseren Gesellschaften und befördern sie diesen Wandel hin zu einem offenen und fairen Umgang miteinander. Ich möchte euch jetzt erstmal in eine Stadt entführen, die vielleicht der eine oder andere von euch kennt. Ich frage mal... Ich frage mal nach, wer war denn schon mal hier? Gebt's ruhig zu. Ich sehe ein paar Hände. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass Disneyland zumindest im Ergebnis das Produkt einer Smart City-Überlegung ist, einer großen Smart City-Vision, und zwar von Walt Disney. Walt Disney wollte in den 60er Jahren eine Stadt planen und deswegen erwarb er auch dieses Grundstück in Orlando. Er starb dann, bevor seine Vision in die Realität umgesetzt werden konnte und so gab es am Ende nur Disneyland, so wie wir es heute kennen. Seine Idee war aber die Stadt Epcot. Epcot, das stand für Experimental Prototyping Community of Tomorrow. Und die Idee, die er dabei hatte, basierte auf 3 Prinzipien. Das erste war eine Volltechnologisierung der Stadt, das heißt eine Optimierung und höhere Effizienz der Stadt und des Stadtmanagements. Das war das erste Prinzip. Das zweite Prinzip war, dass in dieser Stadt nur Leute leben dürfen, die tatsächlich zur Wirtschaftlichkeit und Fortschrittlichkeit der Stadt beitragen können. Das heißt nur Leute, die arbeiten. Und das dritte Prinzip war, dass es aus seiner Sicht keine lokalen Regierungen mehr braucht, die fand er überflüssig, sondern dass doch Walt Disney oder Disney, die Company und deren Partnerunternehmen sowieso viel besser die Stadt managen können. Das heißt, aus seiner Sicht braucht es überhaupt keine demokratisch legitimierten Strukturen mehr. Und diese 3 Prinzipien, kann man nun sagen, sind sehr visionär, man kann aber auch sagen, die sind durchaus gefährlich. Und das sind Prinzipien, wo sind wir hier? Die man vielleicht auch aktuell im Diskurs zur Smart City sehen kann. Smart City, der Gedanke dahinter, Christian hat es schon kurz angedeutet, ist eben die komplette Optimierung durch Digitalisierung und durch die Nutzung von Daten. Das sehen wir aktuell vor allen Dingen in den Bereichen Transportwesen, Verkehrswesen, der Gesundheitsbereich, gerade im Bereich Policing und Crime, aber natürlich auch im Energiebereich. Das heißt tendenziell große Chancen, aber wir sehen
dass damit auch Herausforderungen einhergehen. Und ich will jetzt auf diese drei Punkte, einmal die Machtverschiebung zwischen dem privaten Sektor und dem öffentlichen Sektor, der Punkt der Überwachung durch die komplette Digitalisierung und Technologisierung der Stadtinfrastruktur und der Frage der erzwungenen Partizipation oder Ausgrenzung eingehen. Geht's noch? So, woher kommt eigentlich die Idee der Smart City? Also natürlich ist es nicht neu, dass es bessere oder effizientere Städte gibt. Und ich glaube, wir sehen auch genügend Herausforderungen und wissen auch, warum das nötig ist. Aber das Konzept Smart City, so wie wir es heute kennen und so wie wir es heute sehen, ist vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren entstanden. Und da gibt es einen Wissenschaftler, Anthony Townsend aus den USA, der sehr schön analysiert, warum das Jahr 2008 ganz entscheidend war. 2008 ist es so gewesen, dass zum ersten Mal mehr Leute in Städten gelebt haben. Das heißt, wir haben auch zum ersten Mal die großen Herausforderungen der Urbanisierung zu spüren bekommen. Also das heißt Armut, Umweltkatastrophen, große Probleme mit dem Verkehrssystem etc. Zweitens, 2008 war aber auch ein anderes Jahr und ich glaube, wir erinnern uns alle, es war das Jahr der Wirtschaftskrise. Das heißt, das Problem war, dass die großen Unternehmen wie hier IBM, Cisco etc., die sonst ihre Services und Dienstleistungen an Unternehmen verkauft haben, jetzt natürlich keinen Markt mehr hatten. Der Markt brach ihnen weg, das heißt, sie mussten einen neuen Markt finden und was sie fanden oder wo sie sich einen neuen Markt aufbauen wollten, war eben auf der lokalen Regierungsebene. Hier ist so die Idee von Cisco, wie so eine smarte Stadt laufen soll. Also a smarter city is a knowledge-based system that provides real-time insights to stakeholders and enables decision-makers to manage the city subsystem proactively. Das heißt sehr wieder dieser Effizienzgedanke. Nun kann man natürlich sagen, was ist jetzt daran schlimm, dass das von den großen Unternehmen getrieben wird. Natürlich suchen die irgendwie ihren Markt. Das ist aber nicht unbedingt, weil die Unternehmen alle schlecht sind, sondern einfach aus einer demokratischen Perspektive kommt das mit drei Fragestellungen aus meiner Sicht einher. Das eine, und hier sind nochmal kurz die Zahlen, also man sieht auch, da ist ein riesiger Markt dahinter. Ne? Also es gibt ein großes Interesse natürlich der Unternehmen, diesen Markt zu durchdringen. Bis 2020 schätzt man ihn auf 408 Milliarden US-Dollar, also riesige Mengen. Das Problem dahinter ist, dass die Unternehmen natürlich, wenn man sich deren Broschüren anguckt, mit einem sehr technokratischen Ansatz dahingehen. Also sagen zum Beispiel, okay, es gibt folgendes Problem, es gibt immer eine digitale oder technologische Lösung dafür. Dass das nicht so ist, haben wir schon in den Vorträgen vorher gehört. Wenn man sich die Broschüren außerdem anguckt, dann sieht man auch, dass sie teilweise die Probleme schon vorgeben. Das heißt, wir wissen gar nicht, ist das tatsächlich das Hauptproblem, das eine Stadt hat, wenn es zum Beispiel um das Thema Smart Waste Management geht. Ja, natürlich ist es schön, wenn wir den ganzen Müllbereich besser organisieren, aber ist es nicht vielleicht am Ende wichtiger für eine Stadt, in bessere Kita-Angebote zu investieren? Und hier kommt das andere Problem und heute die Konferenz heißt ja, oder hier die Veranstaltung ist ja auch unter dem Titel Neuland. Was wir sehen in den Verwaltungen und gerade auf lokaler Ebene ist natürlich, dass auch für viele Verwaltungsmitarbeiter und Lokalpolitiker das Thema Digitalisierung Neuland ist und sie vielleicht manchmal auch nicht so ganz gut bewerten können, wann eine Technologie tatsächlich Sinn macht. Hinzu kommt, dass Bürger in diesen Konzepten sehr oft als, ja, schon wie eine Art Spielfiguren gesehen werden. Hier ist Rem Koolhaas, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr kennt ihn, er ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Architekten, der eben sagt, wenn man sich diese Broschüren anguckt, the citizens the smart city claims to serve are treated like infants. Also sehr wieder dieser technokratische Top-Down-Ansatz. Und das erinnert immer sehr stark, also mich erinnert es immer wieder an dieses Spiel SimCity, vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch daran, wo man eben hinter der Konsole sitzt und dann eigentlich die Bürger nur noch als so kleine Spielfiguren sieht. Und dass das relativ nah schon an der Realität ist, sieht man, wenn man mal nach Rio de Janeiro blickt. Rio stand jetzt mit der Olympia, mit der Organisation der Olympia und mit der Weltmeisterschaft natürlich vor großen Herausforderungen. Die Stadt hatte ein sehr großes Problem mit dem Verkehrsmanagement, mit Armut, aber auch immer wieder mit Naturkatastrophen, die in den Favelas aufgetreten sind. Und deswegen beschloss der Bürgermeister von Rio, ein technisches System einzuführen. Und er richtete sich dann an IBM und IBM sagte, okay, wir bauen dir da eine Lösung und das Ergebnis ist das, ein Kontrollraum, mit dem nun die
komplette Stadt Rio quasi kontrolliert werden kann. In diesem Raum fließen Daten zusammen von über 30 verschiedenen Behörden, von sogenannten CCTV-Kameras, also Kameras, die in der Stadt installiert sind, von Sensorik. Und daran suggeriert natürlich so den Eindruck, man hätte jetzt die Stadt unter Kontrolle. Und da sehen wir jetzt auch noch so ein anderes Problem, was mit damit einhergeht, dass es dieses neue Machtgefüge zwischen dem Privatsektor und dem öffentlichen Sektor gibt. Weil idealerweise, damit Smart Cities funktionieren, müssen die Daten zwischen verschiedenen Sektoren idealerweise fließen. Das heißt einmal Regierungsdaten, privatwirtschaftliche Daten. Und das geht natürlich, und zumindest suggerieren das die IT-Unternehmen, am besten in geschlossenen Systemen. Diese geschlossenen Systeme lassen aber, also proprietäre Systeme, diese geschlossenen Systeme lassen aber ganz wenig Freiraum nur noch für Bottom-up-Initiativen, haben keine offenen Schnittstellen, lassen eben keinen Raum für Innovationen, von denen wir eben so viel gehört haben. Und das sind ganz wichtige Weichenstellungen, weil meistens sind diese Verträge 10 oder 20 Jahre. Das heißt, man muss sich schon sehr entscheiden, okay, wollen wir jetzt gerade eigentlich das Betriebssystem Staat oder Regierung als ein geschlossenes oder als ein offenes System gestalten? Das andere, was damit aber auch einhergeht, ist die Frage zum Data Ownership. Und wir haben eben die tollen Beispiele zu offenen Daten gehört, weil die Frage ist natürlich, okay, bei wem bleiben dann eigentlich die Daten und wer darf was mit den Daten machen? Und das ist sehr unklar und das ist auch sehr intransparent in diesen Verträgen geregelt. Das heißt, auch hier geht damit ein Problem einher und damit sind wir auch bei dem zweiten Thema der Überwachung. Ich glaube, jeder, der schon mal in London war und die ganzen CCTV-Kameras, also die Kameras in den Städten gesehen hat, hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie Überwachung vielleicht aussehen kann. Hier nochmal zurück nach Rio. Der Bürgermeister sagte selber, dass dieses neue System ihn nun erlaubt, in jede Ecke der Stadt 24 Stunden am Tag zu gucken. Das kann natürlich den einen oder anderen mit Unwohlsein erfüllen. Solange das in demokratischen Systemen passiert, ist es vielleicht okay. Und wir können uns denken, okay, wenn es dazu führt, dass das Verkehrssystem besser funktioniert oder wie die Energiewende schaffen, okay. Aber wir wissen vielleicht spätestens seit gestern, der politische Wind kann sich auch schnell drehen. Wir wissen es halt nie genau. Und ich glaube, je nachdem, in welchem System wir solche Infrastruktur schaffen, müssen wir uns doch sehr fragen, wie die auch missbraucht werden kann. Das heißt, da kann durchaus ein Diktator oder auch gern gewählter Präsident, der dann aber eben identifiziert, wo bestimmte Leute sitzen, die ihn nicht gewählt haben, durchaus auch gern mal den Saft im wahrsten Sinne des Wortes abstellen. Das heißt, das sorgt natürlich auch für große demokratische Fragen. In Deutschland gibt es einfach noch nicht so viele Beispiele, wo uns das so deutlich wird. Aber in London, aber auch in vielen anderen Städten ist es beispielsweise ja sehr normal, dass wir diese Oyster-Card haben oder andere Karten, die wir nutzen, um den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und damit zu fahren. Und darüber werden natürlich auch Profile über einzelne Bürger angelegt. Und diese Profile können, wie gesagt, einerseits zwar von der Regierung missbraucht werden, aber andererseits können sie auch von anderen Akteuren missbraucht werden. Oder was heißt missbraucht? Vielleicht auch erstmal nur genutzt. Das heißt, wenn hier jemand sieht, dass ich jeden Freitag erstmal zur Bar fahre, dann kann der sich vielleicht denken, okay, der Julia, der bieten wir jetzt vielleicht mal Werbung für Bier an, weil die so gerne freitags zur Bar fährt. Und genau das wird auch von England schon vorgeschlagen. Also die sagen, klar, ja, die Smart City ist ein großer Markt und die Daten können dann auch verkauft werden an Marketing- und Werbeanbieter und diese Daten können dann genutzt werden, um möglichst individualisierte Werbung anzubieten, wohin immer ich fahre. Solange die Daten da bleiben, okay, mag ich vielleicht noch kein Problem damit haben, aber sobald diese Werbung dann weiterverkauft werden und zum Beispiel an sogenannte Data Broker, die dann diese Profile mit anderen Daten über mich zusammensetzen und diese dann wiederum an meine Versicherung verkaufen, meine Versicherung dann sagt, die Julia hat aber ein Alkoholproblem und dann meinen Versicherungstarif erhöht, dann wirft das natürlich nochmal ganz andere Fragen auf. Der letzte Punkt ist die Frage dieser erzwungenen Partizipation oder aber auch der Ausgrenzung. Ich hatte jetzt schon gesagt, dass die Idee von Walt Disney war, in dieser Stadt Epcot dürfen wirklich nur Leute leben, die noch arbeiten, ansonsten musst du halt quasi raus. Das Problem bei der Smart City ist, hier ist ein ganz netter Cartoon, ich hoffe, ihr könnt das lesen, wo es eben auch um die Frage geht, okay, inwiefern habe ich überhaupt die Möglichkeiten auszusteigen in der Smart City?
Wenn wir uns einmal vorstellen, dass unsere ganzen Städte mit Sensorik ausgestattet sind, dann habe ich nicht wirklich eine Option. Und die Modelle, die es früher gab, um zum Beispiel Daten zu schützen, das Hauptinstrument ist ja die Einwilligung, dass ich meine Einwilligung gebe, dann können wir uns bei dem Bereich der Sensorik ganz schnell ausmalen, dass es eigentlich gar nicht mehr geht. Also ich kann überhaupt nicht mich dafür oder dagegen entscheiden. Wieder aus London, ich weiß gar nicht, war jetzt gar nicht mit Absicht, dass ich so viele Negativbeispiele aus London habe. Gab es auch diese Mülleimer, die auch wiederum mit Wi-Fi, also über die konnte man sich auch ins Wi-Fi einloggen, eigentlich super Idee. Blöderweise war nur, dass sie auch die ganzen Daten von den Leuten, die sich ins Wi-Fi einloggen, sammeln und Profile gebildet haben, haben das aber keinem gesagt, völlig intransparent, das kam dann irgendwann raus und der Bürgermeister von London sagte nur, was habt ihr denn eigentlich für ein Problem, unsere Stadt ist doch sowieso schon die überwachteste auf der Welt. Also auch hier kann man sich wieder fragen, hilft das wirklich offenen, demokratischen Gesellschaften oder kann das vielleicht auch zu einem Problem führen? Das andere ist aber vielleicht auch eine Ausgrenzung, eben genau dann, wenn ich nicht aktiv partizipiere. Und hier ist ein Beispiel aus Boston. Hier haben Wissenschaftler, Kate Crawford heißt sie, hat identifiziert, dass es diese App gab, eigentlich gute Sache. Christian hatte auch schon auf einen ähnlichen Service hingewiesen, wo man Löcher in den Straßen melden sollte als Bürger. Die wurden dann gesammelt, die Stadt hat auch darauf reagiert. Also im Sinne von Citizen Participation eigentlich ganz gut. Später kam nur auf einmal raus, dass nur Bürger Schlaglöcher gemeldet haben, die natürlich ein Handy haben, die in bestimmten Bezirken gelebt haben. Und am Ende hat es eigentlich noch weiter zu struktureller Ungleichheit geführt, weil genau in den Regionen, wo natürlich die meisten Schlaglöcher waren, eher die ärmere Gesellschaft gelebt hat und auch eher die ältere Gesellschaft, natürlich keiner gemeldet hat, dass es da Schlaglöcher gab. Das heißt auch hier die Frage, okay, inwiefern muss ich überhaupt partizipieren, um ein guter Bürger in einer Smart City zu sein? Und dann noch der letzte Punkt, wo es um die Diskriminierungsfrage geht. Das ist eine von einer Studie, die ich heute in der Bahn gefunden habe. Zum Thema Predictive Policing habt ihr bestimmt schon mal das eine oder andere gehört. Das sind neue Anwendungen, die die Polizei nutzt, um vorherzusagen, wann und wo ein Verbrechen geschehen wird. Und hier ist eine Studie von der NGO. Die haben sich einen Dienstleister angeguckt, der in den USA inzwischen sehr verbreitet ist und der sogenannte Scoring-Modelle anlegt. Das heißt, der sagt auf Basis von Daten über geschehene Verbrechen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand, der verhaftet worden ist, also der schon mal straffällig geworden ist, nochmal ein Verbrechen begeht. Und sie haben das rückwirkend ausgewertet und haben nun geschaut, okay, vor 3 Jahren haben die Algorithmen Folgendes vorhergesagt und folgende Scores abgelegt. Wie sehr hat das denn gestimmt? Und es stellte sich raus, dass eine immense Fehlerzahl in diesen Daten ist, dass die Algorithmen ganz oft nicht stimmten. Viel schlimmer aber noch stellte sich eben heraus, dass bei afroamerikanischen Bürgern die Fehlerrate doppelt so hoch war. Das heißt, das zeigt uns eigentlich, dass in diesen Daten, also nur weil es viele Daten sind, die sind nicht neutral, sondern auch in denen zeigen sich schon wieder sogenannte Biases, Diskriminierungen. Und wir können nicht einfach davon ausgehen, dass nur weil eine Technologie auf uns besonders quantitativ nachvollziehbar wirkt, dass die automatisch dann das beste Ergebnis mit sich führt. Und darüber hinaus, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sind diese Algorithmen, die dafür genutzt werden und auch die Datenquellen sehr intransparent. Das heißt, es ist auch sehr schwierig für Leute überhaupt hier nachzuvollziehen, warum eine bestimmte Entscheidung über sie getroffen worden ist. Also hier das Thema Intransparenz auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, ich komme jetzt zum Ausblick, damit es nicht ganz so dunkel, ganz nur die dunkle Seite der Smart City aufzeige. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt auch schon in anderen Vorträgen gemerkt, dass wir wirklich Transparenz brauchen, dass wir Partizipation brauchen, dass wir vor allen Dingen auch intersektorales Arbeiten brauchen. Das Thema Smart City wurde sehr lange von den Stadtplanern kritisiert, aber es haben sich sehr wenig andere Akteure in diesen Diskurs eingemischt. Ich glaube, das ist wichtig. Der Geist ist quasi aus der Flasche. Ich glaube, auch in gewissen Kontexten ist das auch richtig so. Ich glaube, gerade beim Thema Energiewende brauchen wir Digitalisierung und wir brauchen auch smarte Daten und smarte Entscheidungen. Aber gleichzeitig sollten wir darauf achten, dass wir diese Prozesse demokratisch gestalten, dass wir hier möglichst viele Akteure mitnehmen und auch dafür sorgen, dass
zu einer Chancengleichheit und zu einer fairen Behandlung aller Bürgergruppen kommt. Genau, und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir die Frage stellen, okay, wie wollen wir überhaupt ein System gestalten? Wollen wir wirklich geschlossene Stadtsysteme? Führt es nicht eher dazu, dass Städte sich noch weiter verschließen, oder wollen wir nicht eigentlich eher für offene Strukturen sorgen? Und da spielt Technologie auch eine ganz wesentliche Rolle. Und am Ende, vielleicht ist es eben auch nicht immer Technologie. Hier ist ein Bild aus Medellin. Medellin sagt dem einen oder anderen vielleicht eher was aus Drogenfilmen in Kolumbien. Medellin hat sehr lange unter dem Drogenkrieg gelitten. Es gab eine sehr große Teilung der Stadt zwischen der Slum-Region, die so in dieser Bergregion liegt, und dem Center. Was hat man dann gemacht? Nein, man hat keine tolle App gebaut, sondern man hat stattdessen diese Cablecars gebaut, die die Region miteinander verbunden haben. Und man hat vor allen Dingen öffentlich finanzierte Sportanlagen gebaut, in denen die verschiedenen Communities zusammenkamen und zum ersten Mal interagiert haben. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir uns daran erinnern, dass es am Ende um Interaktion geht. Wir haben eben schon diese sehr schönen lokalen Beispiele von denen gehört. Und genau darum sollte es uns gehen, dass die Bürger eben zusammenkommen. Und weil natürlich auch Walt Disney das in irgendeiner Weise wusste und deswegen natürlich auch Disneyland geschaffen hat und ich euch jetzt auch noch mit einem positiven Bild gehen lassen möchte, zeige ich euch jetzt noch hier mal die schöne Seite von Disneyland und danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diesen letzten Einblick in Smarte Cities. Komm nochmal her, Julia, in unsere Mitte. Genau, ich habe den Fehler begangen, dass ich vorher nicht angesagt habe, dass natürlich wieder Fragen gestellt werden dürfen. Und jetzt habt ihr die einmalige Chance, falls euch noch was einfällt, mir hier schnell was aufs iPad zu beamen, während ich die erste Frage stelle. Und zwar, du hast vorhin die Olympischen Spiele in Rio vorgestellt. Sind denn so Sportereignisse Fluch oder Segen für die Stadtentwicklung? Also gerade wenn man jetzt Rio anschaut oder auch 2010 Südafrika mit der Fußball-WM, ist das nicht eher ein Fluch für solche Länder, weil sie so viele Auflagen bekommen von IOC, FIFA etc.? Also ich bin ja leider kein Stadtplaner, aber hier sind bestimmt großartige Stadtplaner im Publikum. Das heißt, ich kann jetzt weniger dazu sagen, inwiefern sich tatsächliche Sportereignisse dann auf die Stadt auswirken. Ich glaube aber gerade dann, und ich arbeite viel mit Ländern im globalen Süden, ich glaube gerade dann, wenn Städte unter Effizienzdruck kommen, dann führt das natürlich manchmal zu etwas überstürzten Handlungen und führt auch schneller dazu, dass man sich in Verträge begibt mit Akteuren, ohne vielleicht vorher intensiv zu bewerten und vielleicht auch im Austausch mit den Bürgern zu bewerten, ob bestimmte Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht. Ich glaube, gerade das Beispiel Rio zeigt uns einmal mehr, also wer jetzt im Moment die Nachrichten mal liest, was gerade in Brasilien los ist, Rio mag jetzt vielleicht offiziell eine Smart City sein und hat diesen großen Control Room, aber ich glaube, wir sehen gerade in Brasilien, das scheint auch nicht für alles der heilige Gral zu sein. Ist das in Brasilien, so wie du gesagt hast, so auch eine Ausgrenzung, die da stattfindet, dadurch, dass die City so smart wird und andere Leute dann ausgrenzt, noch weiter raus aus den Favelas zum Beispiel? Nee, ich glaube, also in Rio sind auch viele gute Sachen jetzt passiert, aber nicht jetzt unbedingt durch diese Technologie, also die ja wirklich dazu geführt haben, dass die Favelas viel besser integriert worden sind. Ich glaube aber, was eher, also im Fall Rio jetzt auch nochmal die Frage ist, wie effizient ist das dann am Ende eigentlich und inwiefern wird das vielleicht auch von einer lokalen Regierung, die natürlich auch irgendwie unter Reputationsdruck steht, die irgendwie wiedergewählt werden will etc., inwiefern wird das auch eher so ein bisschen als Narrativ genutzt, um zu sagen, ich habe hier alles unter Kontrolle, ohne dass sie es vielleicht hat. Ja, wir hatten ganz am Anfang schon mal gesprochen, dass Iteration und Prototypisierung, ähnlich wie bei anderen Digitalisierungsprozessen, auch bei Städten irgendwie gut funktioniert. Hast du noch einen Tipp? Fehlt noch irgendwas? Was kann man noch machen?
Na, ich glaube, was zum Beispiel ganz spannend ist, ist gerade die Stadt Madrid. In Madrid passiert eben einmal, das Thema Open Government wurde eben schon mehrmals aufgenommen, ganz viele Prozesse im Sinne dieses Open Government-Ansatzes. Das heißt, auch da entscheidet man sich für neue Technologien. Man wählt aber bewusst den Weg, die Bürger und auch Experten mit einzubinden in diese Prozesse und hat dann zum Beispiel entschieden, okay, wir setzen uns eben eher für Open-Source-Technologie ein, anstatt eine große flächendeckende Lösung zu nutzen. Und ich glaube, sowas, also wirklich diese Mechanismen des Open Governments zu nutzen, Bürger hinzuzuziehen, das ist einfach ein sehr gutes Verfahren. Und ansonsten, ja, ich wäre ja auch immer dafür, eher Prototyping und agile Prozesse und genau im Zweifelsfall vor allen Dingen anzupassen. Okay, eine Frage noch zum Abschluss vielleicht. Wir haben das Beispiel London ja mehrfach gehört und den Missbrauch von Daten. Ja. Was kann man denn eigentlich tun, damit diese Daten eben nicht missbraucht werden und um zum Beispiel Bürgerprofile zu erstellen? Was kann man als Bürger auch tun? Gute Frage. Naja, es gibt natürlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, die unterscheiden sich im Moment ja noch zum Beispiel zwischen England und Deutschland, die werden aber im nächsten Jahr, also es gibt jetzt ein großes neues Regelwerk aus der EU und wenn das erlassen wird, dann gibt es natürlich auch eine Harmonisierung des Datenschutzes. Das heißt, dadurch sind auch Bürgerrechte dann nochmal besser geschützt. Aber am Ende, also ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass der einzelne Bürger, dass es ihm überlassen sein sollte, seine Daten zu schützen. Es gibt aber verschiedene Maßnahmen, das zu tun. Also man sollte vielleicht nicht gleich jede App, die trackt, die gerade meine Geodaten, also das sind immer die wertvollsten Daten, speichert, muss man sich vielleicht nicht immer runterladen, vor allen Dingen, wenn es eigentlich eine andere App geben würde, die das nicht tut. Aber am Ende finde ich schon, es ist wichtig, es muss Aufgabe aus meiner Sicht der Regierung sein, auch dafür zu sorgen, dass Bürger geschützt werden und dass es eben keine Profilbildung geben kann, gerade durch Versicherungsanbieter, Finanzdienstleistungsanbieter, also all diese Bereiche, die am Ende vielleicht nochmal zu einer gesonderten Diskriminierung führen können. Okay, super. Ja, also Leute, Finger weg von Snapchat, ne? Also wirklich. Vielen Dank, Julia Manske.